Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringray. Wir spielen Pokémon Alpha Saphir weiter und wir haben Route 102 fast hinter uns gebracht und sind auch schon in Blütenburg City. Mensch, das ging ja schnell. Okay, so, das allererste, was man erstmal tut, wenn man in eine neue Stadt kommt, wir lesen das Schild. Blütenburg City, wo Menschen Hand in Hand mit der Natur gehen. Cool. Haben die Menschen die Natur auch mal danach gefragt? Ob die überhaupt ans Patschehändchen gehen, also mitgehen wollen, ob die überhaupt wollen, dass man sie ans Patschehändchen nimmt, weiß ich ja nicht. Also, gibt ja so Leute, die nicht so gerne ans Patschehändchen genommen werden und die lieber selbstbestimmt durchs Leben gehen wollen und die, ist egal. So, hi. Als ich mein Pokémon mit einer Siemelbeere gefüttert habe, wurden plötzlich seine KP wieder aufgefüllt. Nein, erzähl doch nicht sowas. Hi. Das computerbasierte Pokémon-Lagerungssystem. Wer auch immer es entwickelt hat, muss ein wahrer Technikexperte sein. Das finde ich wiederum immer sehr faszinierend. Egal welches Pokémon-Spiel man spielt. Das Pokémon-Lagerungssystem wird am Anfang des Spiels immer als jemandes PC betitelt. Wenn man hier eben an den PC geht, um dann Pokémon zu lagern und so weiter und so fort. Warum wird da immer so ein großes Geheimnis draus gemacht? Beim allerersten Pokémon-Teil mit Bill habe ich das ja noch einigermaßen verstanden. Aber später ist es doch eigentlich, es ist doch sowas von egal. Zumal diese ganzen komischen Pokémon-Freaks, die dann an diesem Lagerungssystem weitergearbeitet haben und so, auch von Teil zu Teil immer irrelevanter wurden, hatte ich so für mich den Eindruck. Also mir war das so total egal, wer nun das dämliche Lagerungssystem erfunden hat oder wer nicht. Also das war so ein bisschen, ich weiß nicht. Also fast schon so eine Art Running Gag, oder? Aber es gibt verschiedene Pokémon-Typen. Jeder von ihnen ist schwach gegen einen oder mehrere andere Typen. Je nach Typ des Pokémon kann ein Kampf leicht oder schwer sein. Dein Flamly gehört zum Beispiel dem Typ Feuer an. Woher weißt du, dass ich ein Flamly besitze? Nur so. Das bedeutet, dass es im Kampf gegen Pflanzen- und Käfer-Pokémon besonders stark ist. Wasserattacken? Hingegen fügen ihm großen Schaden zu. Nein, das ist ja unglaublich. Hallo Trainer, du hast so ein tolles Lächeln, dass ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben will. Machst du mich gerade an? Also, ich fühle mich fast geschmeichelt, aber auch nur fast. Dass du den Kopf größer bist als ich, macht mir irgendwie Angst, aber ne. Wenn du Zugriff auf das Spiel-Navi im Pokémon-Multi-Navi hast, lohnt es sich, ein eigenes Profil anzurichten. Aha. Gut. Hallo Trainer, willkommen. Wir heilen und sollen wir und überhaupt und sowieso. Okay, ich nehme jetzt dein Pokémon-Team. Ich nehme es und haha, ich schnapp sie mir alle. Bla bla bla. Ich lade mir jetzt alle Daten von deinen Viechern runter und dann klone ich sie und dann erstelle ich meine eigene Armee und dann werde ich die Weltherrschaft generieren. Erringen. Tschö. Gut. Was ich immer bei diesem komischen... Wo ist denn das Ding überhaupt? Nee. Was haben wir hier unten eigentlich für Symbole? Mal gucken. Das hier ist der Pokédex. Ich habe 6 Pokémon gefangen und 10 gesehen. Das ist schön. So, das war das zweite Symbol. Dann habe ich hier das dritte Symbol. Das ist... Ah, das ist mein Beutel. Okay. Hier sehen wir irgendwie, ja, mein Ball-Dingens, mein Ballfach, mein Medizinfach, meine TMs und VMs, meine Beeren und Basis-Items. Ist nicht mal mein Ballfach. Das ist mein Itemfach. Hier können noch alle möglichen anderen Items auftauchen. Was ich gerade mal so sehe, Gehweier trägt ein Item mit sich rum. Das war mir gar nicht so bewusst, aber okay. Gut, dann guck ich doch gleich mal. Was hat denn der olle Gehweier? Ich nehme es einfach weg. Honig von Gehweier erhalten. Ach so, das ist ein komischer Sirup, der oben rausläuft, ja? Jetzt habe ich immer Honig. Netter kleiner Brotaufstrich. Am frühen Morgen. Mein Gott, wer es halt braucht. Ich selber bin jetzt nicht so der Honig-Fan, aber egal. Achso, ich merke auch gerade diese ganzen Symbole dort unten. Das sind dieselben Symbole, wie wenn ich jetzt auf den X-Knopf drücke. Das ist ja schön. Wir können uns hier noch unsere Karte angucken. So, da sehen wir nämlich, dass ich voll viel Geld habe. PM 2? Pokémeilen oder irgendwie sowas in der Art? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. GP weiß ich jetzt gerade auch nicht. Abenteuer gestartet am 12.04. Schön. So, und das sind all meine Orden, die, jetzt gerade noch angegraut ausschauen, aber in Wahrheit, was ist das hier, das Triforce? Naja, fast. Es könnte aber fast hinkommen. Wer ist hier der Arenaleiter? Ganondorf? Na gut, ich nehme das mal so hin. Gut. Ja, nee, ich freue mich. Achso, was wir vielleicht nochmal kurz gucken können. Optionen, Texttempo. Ja, ich glaube, das ist die höchste Textgeschwindigkeit. Die wollen wir einfach mal. Animationen lasse ich an, oder? Ja, ich glaube schon. Kampfstil lassen wir auf Wechseln. Knopfbelegung. Ja, normal. Connect-Sicherung. Wähle, ob du speichern möchtest, bevor du eine Funktion des PSS, wie zum Beispiel Linkkampf, ausführst. Ach ja, lassen wir jetzt einfach mal so.
an. Ist schon einigermaßen in Ordnung. Speichern ist übrigens ein gutes Stichwort. Könnte man immer mal wieder zwischendrin machen und dauert ja zum Glück auch nicht gar so lang. Bevor wir uns online irgendwie mit unserem Pokédex-Navi verbinden können, ich habe ja bisher nur das Kartenmodul und das komische Pokédex-Modul, alles klar. Den Rest kriege ich erst noch dazu. Gut, dann ist es müßig an der Stelle noch weitere Fragen zu stellen, deswegen lasse ich das einfach mal. Gut, mal kurz gucken, ob es hier irgendwie neue Items gibt oder so. Pokebälle wird man ja wahrscheinlich kaufen können. Auch wenn eines deiner Pokémon jetzt noch schwach ist, es wird stärker, wenn du es trainierst. Das Schlüsselwort heißt Liebe. Liebe zu deinen Pokémon. Oh Gott. Naja, das Schlüsselwort heißt Training. Mannigfaltiges und schinderisches Training. Und ich muss meine Viecher ganz doll ausbeuten, damit sie irgendwie ein höheres Level erreichen. Darum geht's doch. Hast du etwas gegen Gift dabei? Ein vergiftetes Pokémon verliert während eines Kampfes ständig KP. Das ist besonders lästig, weil das Pokémon auch nach dem Ende des Kampfes noch vergiftet bleibt. Halte deshalb stets Gegengift bereit. Okay. Setzt du Schutz ein? Das hält Pokémon fern und ist sehr nützlich, wenn du es eilig hast. Ich hab's aber nicht eilig. Wir haben alle Zeit der Welt. Das ist ja das Schöne. So. Muss mich ja hier nicht abhetzen. Willkommen im Pokémon Super... Super. Im Pokémon Super. So, ich kaufe mir ganz, ganz viele Pokebälle, vorzugsweise 6. So, jetzt habe ich wieder 10 Stück. Alles ist schön. Tränke brauche ich nicht. Gegengift könnte man sich holen. Mein Gott, warum nicht? So, 5-mal. Falls irgendwie ein größeres Malheur passiert, dass ich darauf auch reagieren kann. Vorbereitung ist das A und O. So, hallo alter Mann. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon im Team. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Wie viele Pokémon hast du denn insgesamt? Tut mir leid, ich bin nie auf eine Grundschule gegangen, aber ich bin jetzt Pokémon-Trainer. Hi? Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein, bis zu unserem nächsten Kampf. Arenaleiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Amateur. Na, wenn das mal nicht Hering ist. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Aber was stehen wir eigentlich hier draußen herum? Lass uns in der Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mehr nach Hering. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Das hier ist übrigens unser Vater. Nur so ganz nebenbei. Aber irgendwie hängt unser Vater lieber in seiner Arena rum, als sich um seine Familie zu kümmern oder so, weil Pokémon ihm so wichtig sind und so weiter und so fort. Okay, Vater und Mutter ist in Ordnung, aber irgendwie, die beiden leben ja getrennt. Kann es sein, dass hier hinter eigentlich eine rührende und irgendwie tiefschürfende Familiengeschichte liegt, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht so hundertprozentig erkennen können? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Irgendwie finde ich das jedenfalls traurig. So entfernt vom Vater weil ist egal. Wir müssen das jetzt vielleicht nicht vertiefen. So, sag mal, hast du es etwa alleine hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na, dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten, habe ich recht? Nö. Da bin ich ja schon mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gern ein Pokémon. Okay. Wer? Ach, du bist Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur und hätte gern ein Pokémon als Begleiter. Ein Pokémon und eine Tüte Pommes zum Mitnehmen, bitte. Ja, Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Aha, verstehe. Hast du das gehört, Hering? Hilf Heiko doch bitte dabei, ein Pokémon zu fangen. Nein. Hier, Heiko, ich leih dir eins von meinen Pokémon. Mein Shiny Arctos. Heiko hat ein Zickzacks erhalten. Man kann nicht alles haben. Oh wow, ein Pokémon. Und diese Pokebälle bekommst du gleich noch dazu. Gib dein Bestes. Heiko hat einige Pokebälle erhalten. Wahnsinn, dankeschön. Hoppedu, du heißt Hering, nicht wahr? Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen. Ich geh schon mal voraus. Okay.
Tschüss, Heiko, beziehungsweise ich komme doch gleich mit, weil ist so. Hering, Pokémon verstecken sich in hohem Gras wie diesem hier, stimmt's? Nein, Pokémon leben auf hohen Bäumen. Kletter doch schon mal da auf diese 20-Meter-Tanne hoch. Okay. Es wäre so einfach. Naja. Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fangen auch alles richtig mache. Wow! Schon alles falsch gemacht. Viel zu laut gewesen und... Wow. Ein wildes Trassler erscheint. Heiko schickt Zickzacks in den Kampf. Aber Zickzacks gehorcht Heiko nicht. Das wäre doch jetzt eigentlich die normale... Also, oder? Gut, jetzt dürfen wir Heiko also dabei zugucken, wie er ein wunderbares Trassler fängt. Also wie ihm quasi gesehen etwas gelingt, was uns nicht gelungen ist. Gut, ich nehme das an der Stelle dann einfach mal so hin. So, ja, machst du ganz toll, Heiko? So selbstständig hier, er macht alles selbstständig. Er erklärt auch nicht mal zwischendrin was. Das ist eigentlich seltsam. Also man sollte doch annehmen, wenn man schon so ein Tutorial hier miterlebt. Man sollte ein Pokémon schwächen, bevor man einen Pokéball wirft. Das habe ich neulich in einem Buch gelesen. Ach so, es wird einem doch ein bisschen was erklärt. Na gut. Ja, die Grundlagen halt einfach. Warum bekommt der einfach mal so 15 Pokébälle geschenkt? Das ist verdammt viel Geld. Lups. 200 Pokédollar war auch ein Pokéball, oder? Klasse, Trassler wurde gefangen. Ich hab's geschafft, es gehört mir, mein eigenes Pokémon. Dankeschön, Hering, lass uns zurück zur Arena gehen. Wir könnten noch 2 Dutzend hier fangen. Keiner würde es merken. Na gut, dann halt nicht. Und, hat alles geklappt? Ja, wunderbar. Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück. Und habe jetzt dafür mein Trassler, welches momentan noch keine Attacke beherrscht. Naja, was soll's. Wie will er das Vieh jetzt trainieren, ganz ehrlich? Trassler beherrscht zu diesem Zeitpunkt noch keine Attacke, oder? Bin mir fast sicher. Hering, vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich dieses Trassler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern, Ehrenwort. Ach ja, ich möchte mich noch irgendwie erkenntlich zeigen. Hier gebe ich dir 20.000 Poké... Dollar? Nee. Hering, darf ich mal kurz dein Poké-Multinavi haben? Und fertig. Heiko hat ein Poké-Multinavi erweitert. Die Funktion Spielnavi wurde hinzugefügt. Ah... Mit dem Spielnavi kannst du deine Pokémon kraulen. Yay. Und besonderen Trainingslektionen unterziehen. Über das PSS kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen und noch viel mehr. Und ich glaube ab jetzt auch tauschen. So stand das zumindest in einem Buch. Ich habe mich schon so darauf gefreut, endlich Zeit mit Pokémon verbringen zu können, da sie mich über die Funktionen des Pokémon-Multinavis schlau gemacht habe. Hehe. Trassler und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Hering. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Arenaleiter Norman und Hering. Der kleine Junge redet zu viel, ganz ehrlich. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Ja, mit einem Trassler, das keine Attacke beherrscht. Wow, was kann bloß aus ihm werden? Ich weiß ja nicht. Aber gut, ich weiß natürlich so ungefähr, was aus ihm wird. Aber ich finde das ein bisschen skurril, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf. Aber gut. Aber jetzt so und so, Mann. Hering, wenn du ein guter Trainer werden willst, höre auf meinen Rat. Fange niemals einen Trassler, das keine Attacken beherrscht. Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Metaross City. Dort solltest du als nächstes hin und die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Die war mir schon immer ein Dorn im Auge. Danach brauchst du die anderen Pokémon danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst die jeweiligen Arenaleiter zu besiegen. Ja, besiegen. Für jeden besiegten Arenaleiter erhältst du einen Orden. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Ja, ist das so der typische Vater-Sohn-Konflikt dann? Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Aber nicht stark genug. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, Hering. Genau. Gut, ich werde stärker. Bestimmt. Wolltest du nicht zur Arena in Metaross City? Für mich ist es keine Herausforderung, gegen einen Anfänger wie dich anzutreten. Ich möchte gegen dich kämpfen, wenn du stärker geworden bist, Hering. Komm wieder, wenn du, sagen wir, 4 Orden besitzt. Dann werde ich gegen dich kämpfen. Okay. Pokémon Arena von Blütenburg, blub. Von Blütenburg, blub. Gut. Dann halt nicht. Noch kein Arena-Leiterkampf hier an der Stelle. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Heikos Haus. Heiko hat auch sein eigenes Haus. Genauso wie meine Wenigkeit. Das ist irgendwie relativ normal, hier die Häuser nach den Kindern zu benennen. Ich finde das gut.
Eine Investition in die Zukunft. Wer? Ach, du bist Hering. Danke, dass du dich vorhin um Heiko gekümmert hast. Heiko war schon seit frühester Kindheit immer sehr gebrechlich. Deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Wiesenflur zur Kur gehen. Die Luft dort ist einfach um Welten besser als hier. Im Wald, beim See, viel zu schlechte Luft hier, Industriezentrum. Wir sehen ja auch draußen die ganzen Fabrikschornsteine und so. Mann, 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 ist das eine schlechte Luft hier. Du möchtest bestimmt mit Heiko sprechen, oder? Er ist leider schon unterwegs nach Wiesenflur. Ich frag mich, wie weit er auf seiner Reise inzwischen gekommen ist. Mit seinem Trassler, das keine Attacken beherrscht. Ihr seid ja tolle Eltern. Heiko war überglücklich, als er uns erzählt hat, dass er ein Pokémon gefangen hat. Ich habe ihn schon seit Ewigkeit nicht mehr so strahlen sehen. Aber dann hat er gesehen, dass sein Trassler keine Attacken beherrscht. Na. Kann das Buch nicht lesen? Na gut, nicht. Ciao, meine Lieben. Ich bin's, eure Speranza, die Trainerhoffnung. Rate doch mal, was ich heute wieder Feines in meiner Tasche habe. Darauf kommt ihr nie. Ein Münzamulett. Dieses Item ist eine wahre Goldgrube. Denn wenn ihr es einem Pokémon zum Tragen gebt, erhaltet ihr mehr Geld, wenn es an einem Kampf teilnimmt. Bei mir herrscht hingegen meistens Ebbe in der Kasse. Ach ja. Haha, das war nur ein Scherz. Euch allen daheim an den Bildschirmen einen wunderschönen Tag. Ciao, eure Speranza. Weiter? Nein. Fernsehen. Falls sich irgendjemand an Psychonauts erinnert. Aber, naja. Haben sich allzu viele Leute das Let's Play gesehen? Was soll's. Im Regal stehen jede Menge lehrreiche Bücher zu den Themen Pokémon-Kampf und Training. Jedes einzelne von ihnen ist mit unzähligen Notizzetteln versehen. Also wir wissen und wir merken, Heiko war ein absoluter Freak, was das angeht. Passt schon. Er hatte eine Leidenschaft. Er hatte einen Traum. Finde ich in Ordnung. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Notizbuch. Die Einträge wurden an manchen Stellen offensichtlich immer wieder ausradiert und umgeschrieben. Er war sehr, akribisch bei der Sache. Heiko könnte auf Dauer ein gewisses Problem werden. Naja, wir können ihn ja zu gegebener Zeit ausschalten. Ist schon in Ordnung. Denn auf unserem Weg zum absoluten Pokémon-Obermufti, da sollten uns natürlich nicht allzu viele Hindernisse in die Quere kommen, wie zum Beispiel etwaige Trainer. Hi. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Also zunächst einmal finde ich, dass du eindeutig zu erwachsene Gedanken dafür hast, dass du nur ein kleiner Dreikäsehoch bist. Aber ich sehe mich. Das muss jetzt für den Moment reichen. Übrigens, ganz kleiner Gedanke am Rande. Damals auf dem Game Boy Advance war die Grafik natürlich auch ganz toll, eine Sammlung von Pokémon-Büchern, aber vielleicht noch nicht so toll wie heutzutage. Wie dem auch sei, jedenfalls, ich bin früher immer davon ausgegangen, dass der Held in Pokémon Saphir, / Pokémon Rubin, dass der Held weiße Haare hat. Dass das, was er also da auf seinem Kopf hat, auch wirklich seine Haare sind. Mittlerweile weiß ich natürlich, es ist nur eine Mütze. Er hat darunter ganz normale braune Haare. Aber ich bin früher immer davon ausgegangen, dass er weiße Haare hat und ich fand das verdammt cool. Und dann irgendwann wurde dieser Gedanke komplett zerstört. Ich glaube, das habe ich sogar in einem Video von irgendjemandem auf YouTube gesehen oder so, dass der das erwähnt hat und das war so mindblowing. Also so, psch, da ist bei mir irgendwie, sind bei mir sämtliche Sicherungen durchgebrannt, als ich das erfahren habe. Das war irgendwie der Wahnsinn. Ah, ich möchte auch mit Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen, steile zerklüftete Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Ja, schon. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Cool. Hast da bestimmt keine Miete gezahlt, ne? Ist klar. Ja. Diese Steuerflüchtlinge. So, gut. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Das ist ein schönes Haus. Hallo, was ist in diesem Haus? Hi. Ich bin einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich es sagen? Ich hatte den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Klingt bedenklich. Norman ist unser neuer Arenaleiter. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hergezogen. Ich komme aus Johto. Offiziell? Das ist ja klasse. Warum sind wir hierher gezogen? Johto war viel cooler. Oh, da habe ich jetzt was gesagt. Oh,
Ist Johto wirklich viel cooler als Höhen? Ich weiß es nicht. Habt ihr vielleicht eine Meinung dazu? Unter Umständen. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann könnt ihr sie doch einfach mal schreiben. Und ich persönlich speichere jetzt einfach mal das Spiel ab und mache wieder eine kleine nette Pause. Das war also Blütenburg City, ich glaube so hieß die Stadt. Und ja, beim nächsten Mal setzen wir unsere Reise fort, immer dem ollen Heiko hinterher. Und jetzt geht's ab nach Metaros City, wo wir Felicia in den Staub prügeln sollen mit unserem Super-Duper-Flemli. Mal gucken, ob uns das gelingen wird. Ich sag für den Moment dann allerdings erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.